Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Whovians, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Es geht weiter mit dem Doktor, beziehungsweise wir gehen einen Schritt zurück und doch nach vorne, also, naja, wie auch immer. Also der ein oder andere wird sich vielleicht freuen, dass ich wieder Doktor Who-Material auf meinem Kanal präsentiere. Ja, der ein oder andere mag vielleicht sagen, what, schon wieder oder immer noch, oder ja, der Doktor begleitet mich halt seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugend bis heute und dank Pandastorm Pictures gibt es auch die alten Abenteuer, also der klassischen Serie, nach und nach alle auf Blu-ray. So, und seit dem 26. August 2022 haben wir auch die dritte Storyline der 23. Staffel. Und das ist die 146. Storyline. So, jetzt habe ich so viele Zahlen reingeschmissen. Also die dritte Storyline der 23. Staffel, die auch gleichzeitig die letzte Staffel des sechsten Doktors darstellt. Ist das der sechste? Ja, der sechste Doktor, hier Colin Baker. Nicht unbedingt mein Favorit, aber er gehört dazu. So, da haben wir eine Rahmenhandlung, die heißt Das Urteil. So, und das hier ist die dritte Story von Das Urteil mit dem Untertitel Werwolf Terror. Ja, das heißt, wir haben also einmal eine Rahmenhandlung, die an die vorhergegangenen beiden Episoden anschließt und mit der nächsten Episoden, das sind allerdings nur zwei, Der Feind der Welt, die kommt jetzt nächsten Monat in den Handel, dann abgeschlossen wird. Aber abgesehen von dieser Rahmenhandlung, die den Doktor vor Gericht zeigt, haben wir auch noch eine in sich geschlossene Handlung, nämlich Werwolf Terror. Und darum geht es hier. Das heißt, man kann also diese Veröffentlichung auch anschauen, wenn man die vorherigen Staffeln oder die vorherigen Episoden nicht kennt. Aber mehr Spaß macht es natürlich, wenn man sie kennt. So, jetzt haben wir hier dieses Mediabook. Das beinhaltet wohl zwei Blu-rays und keine DVD mehr. Verzeihung, meine Stimme ist zwar wieder da, aber ich habe immer noch so ein bisschen Schleim im Hals. Also sollte es hier ein paar Aussetzer geben, ich versuche es im Rahmen zu halten, aber naja, dann möge man mir das bitte verzeihen. Ja, aber der Doktor ist ja schon da. So, wir haben hier vorne den Hinweis auf Collectors Edition Mediabook, dann hier BBC Doctor Who im Schriftzug des amtierenden Doktors, also nicht im Originalschriftzug hier von Colin Baker, aber das war schon immer so. Hier vorne haben wir einmal hier den Professor aus der Episode oder aus den vier Episoden. Hier sind nämlich vier Episoden drauf mit jeweils ungefähr einer halben Stunde Lauflänge, aber die dann auch noch in einer längeren, in einer Art Director's Cut-Fassung, aber da kommen wir gleich noch zu. So, da haben wir hinten einmal das Glubschaugen-Gummimonster, also ein Werwolf, und hier zum ersten Mal Melanie Bush, also die neue Begleiterin des Doktors, die hat hier ihren Einstand. Bonnie Langford ist das, die spielt hier zum allerersten Mal mit. So, dann haben wir hier noch den Hinweis, was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, limitierte und durchnummerierte Erstveröffentlichung in deutscher Synchronisation. Ja, jetzt weiß ich nicht, was soll das heißen? Erstveröffentlichung der Blu-ray, okay. Aber es ist nicht die Erstveröffentlichung dieser Episoden, denn die, oh, Verzeihung, die liefen zum ersten Mal im November 86 auf der BBC und in Deutschland liefen die im Februar 95 auf RTL Plus. Und die wurden auch schon vor einigen Jahren in Form dieser Komplettboxen hier auf DVD veröffentlicht. Da waren die alle drauf. Und da hatte man halt auch die gesamte Staffel drin, also das Urteil mit allen Episoden. Die waren hier mit dabei und hier werden die Episoden halt einzeln auf Blu-ray veröffentlicht. Hier, die gab es alle. Ja, das ist Volume 2, das hier ist Volume 1 und Volume 3 hatte halt die ganze Storyline, das Urteil mit drauf in deutscher Synchronisation. Zwar nur auf DVD, aber es war vorhanden. Deswegen ist hier also in deutscher Synchronisation limitierte Erstauflage. Gut, man könnte jetzt sagen, limitierte Erstauflage ist dieses Mediabook. Hier in deutscher Synchronisation ist ein Absatz dazwischen. Das heißt, der erste Absatz hat mit dem zweiten nichts zu tun. Wollen wir das mal wohlwollend so bezeichnen, weil ansonsten wäre das hier schlichtweg Etikettenschwindel. So, dann haben wir auf der Rückseite Werbung für Mind Warp. Oh, meine Güte. Für Mind Warp, das war die vorherige Geschichte. Also hier, das bildet dann hier Mind Warp und dann auch noch
Nee, das kann ich gar nicht sehen. Also Mindwarp ist die vorherige Storyline, die zweite von Das Urteil. So, dann haben wir das gleiche Artwork auch hier vorne nochmal drauf, ohne den Werbebanner, ohne Collectors Edition Mediabook und ohne FSK-Siegel. Und die Rückseite schaut so aus, da haben wir auch ein Vorlageblatt, das aber verklebt ist. Warum? Warum wird das verklebt? Vorne, das war auch nicht verklebt. Hinten ist es verklebt, möglicherweise, weil man verhindern wollte, dass man die Limitierungsnummer sieht, ja, dass man das so ein bisschen wegschiebt, hier so ein bisschen aufmacht, Limitierungsnummer. Es gibt ja Leute, die wollen Nummer 1 oder Nummer 100 oder was weiß ich. Ja, albern, aber so Leute gibt's halt. Auf jeden Fall, das war mit einem Klebepopel drauf, der ging zwar rückstandslos ab, aber ärgerlich ist es trotzdem. So, dann haben wir hier hinten eine Inhaltsangabe, dann ein Bild aus der Episode. Hier unten weitere Bilder aus den Episoden, hier das Bonusmaterial. Da ist jetzt wieder, hier ist deutlich mehr Bonusmaterial drauf, als es bei den DVDs der Fall war. Da war auch viel Bonusmaterial, aber hier ist deutlich mehr. Das heißt, wir haben hier also mutmaßlich einen Zugewinn an Bildqualität. Darüber hinaus auch noch eine, wo stand es? Ich hatte es gesehen hier, alternative Version in Deutsch. Special Edition in Deutsch. Möglicherweise meinen die das auch mit Erstauflage. Zum ersten Mal in deutscher Synchronisation, weil hier die längeren Filmfassungen oder Schnittfassungen der Episoden mit drin sind. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier jedenfalls die Produktspezifikationen, ja, also die Sprache und Laufzeit etc. pp. Und auf der Rückseite haben wir nochmal eine Übersicht der bisher erschienenen Mediabooks der klassischen Doctor Who-Reihe. So, auf der Rückseite haben wir die TARDIS, die hier schon ein bisschen, ja, in die Jahre gekommen ausschaut. Gefällt mir sehr gut, auch von der Farbe her, macht was her. Dann haben wir hier die Limitierungsnummer, durchgehend nummeriert, das hier wäre Nummer 66. Und auf dem Spine haben wir auch den Titel draufstehen. BBC, Doctor Who, das Urteil, Verwort, Terror. Korrekterweise müsste hier stehen, das Urteil, Episode 3. Oder wie auch immer. Also, dass man das ein bisschen einordnen kann. Aber gut, ist halt so. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Vorne haben wir diese Blu-ray drin liegen. Das Urteil, Werwolf Terror, beziehungsweise Originaltitel, The Trial of a Time Lord, Terror of the Werwolves. Das ist eine Blu-ray und wir haben auch hier wieder einen farbigen Innendruck mit dem Weltraum, unendliche Weiten. Ah, nee, es war eine andere Kultserie. So, dann haben wir hier hinten eine weitere Blu-ray drin liegen und da ist dann die alternative Version drauf, die dann etwas länger ist. So, und das wäre jetzt natürlich interessant. Hier ist dann halt vielleicht das, wo man von der deutschsprachigen Erstauflage redet. Genau weiß ich es nicht, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das damit gemeint ist. So, dann haben wir hier noch diesen Episodenguide. Der ist auch bei jeder Mediabook-Version vom Doktor mit dabei. Und der ist immer so ein bisschen verändert, weil hier steht ja dann in Fett gedruckt, welche Episoden es bereits gibt. Und das werden immer mehr. Ihr seht das ja. Hier, da ist jetzt vom ersten Doktor, hier vom zweiten. Dann wird es wird nach und nach, ja, und wenn das irgendwann einmal alles fett gedruckt ist, dann können wir auch endlich in Deutschland die gesamten Abenteuer des Time Lords miterleben. So, also das ist dann hier dieser Episodenguide, so ein Faltblatt. So, dann haben wir hier das Booklet, das hier schon so ein bisschen die Farbe verliert. Gut, das ist jetzt nicht so richtig dramatisch, aber es sollte an dieser Stelle trotzdem gesagt werden. Vorwort von Chris Clark. Clark, heißt das so? Spricht man das so aus? Chris Clark? Ich weiß jetzt auf Anhieb gar nicht, wer das ist. Doch, das ist der Regisseur. Das ist der Regisseur. Der Regisseur dieser Storyline. So, in englischer Sprache, keine Sorge, das kommt nachher bestimmt noch hier. Genau, in deutscher Übersetzung. So, das Interview oder dieses Vorwort ist aus dem Jahr 2021, November 21, also relativ frisch. Ja, dann haben wir hier natürlich ein paar Bilder aus den einzelnen Episoden. Gut, das bemängel ich ja immer, wenn hier so Bilder aus dem Film oder aus den Episoden drin sind. Aber ich sag mal so, hier hält sich das Verhältnis von Bild zu Text im Rahmen. Und ja, weiter geht's hier. Verwoit Terror, ein Doctor Who Done It. Genau, das ist nämlich eine Storyline, die sehr an Agatha Christie Krimis, also an diese Wer ist der Mörder?
Geschichten erinnert. Der Doktor befindet sich hier auf einem Raumschiff, ist da notgelandet und da, ja, da sterben die Leute weg. Und der Doktor soll halt quasi rauskriegen, wer der Mörder ist. Und es werden aber immer mehr, immer mehr. Coole Geschichte. Ich fand diese Geschichte auch im Rahmen der gesamten Ära von Colin Baker mit am besten. Also das hier ist für mich das Highlight der Colin Baker Ära. Ja, wobei, wie gesagt, mit der Colin Baker Ära konnte ich persönlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. So, dann haben wir hier Honor Blackman ist Professor Lasky. Honor Blackman, ja, die kennen wir. Die ist bekannt aus Simon Templar unter anderem und außerdem ist das Pussy Galore aus Goldfinger. Ja, die spielt hier vorne auch drauf den Professor. Und der Professor ist, nein, ich will jetzt gar nicht so sehr verraten. Ihr sollt ja selber erraten, ja. So, dann haben wir hier auch ein paar hervorragende Synchronsprecher drin. Unter anderem den Willy Tanner von Alf und den Gandalf. Also hier sind ganz viele bekannte Sprecher drin. Dann haben wir hier noch eine Übersicht, was auf den einzelnen Blu-rays zu finden ist. Mit dem Bonusmaterial und auch den Schnittfassungen. Hier noch ein paar Bilder. Wir haben eben hier auch schon gesehen. Wissenswertes haben wir hier auch, dann hier noch ein bisschen was über Regisseur und Crew und sowas und hinten nochmal eine Danksagung und so ein schönes Gruppenfoto der Hauptfiguren aus dieser Storyline. Also alles in allem, auch wenn das Booklet jetzt ein bisschen dünn ist für meinen Geschmack, finde ich, ist das ziemlich cool gemacht. So, wir haben hier auch die drei Tackerklammern, habe ich eben gar nicht erwähnt. Das hält das Booklet schön in der Mitte. Bisschen Bewegung ist drin, wie immer bei dem Pandastorm Doctor Who Media Books, aber es hält sich im Rahmen. Eine tolle Veröffentlichung mal wieder. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass hier die DVD nicht dabei ist. Ich meine, ich persönlich brauche die DVD nicht, aber vielleicht möchte der ein oder andere Whovian, der nur DVD zu Hause hat, auch die DVD haben und kann keine Blu-ray abspielen. Die fehlt jetzt hier. Gut, jetzt könnte man sagen, aber du hast doch gesagt, hier, die gibt's ja. Stimmt, die gibt es. Hier, 1 und 2 gibt es, aber 3, also die Storyline, das Urteil, gibt es nicht mehr. Die ist quasi vom Markt verschwunden und zwar mit der Erscheinung des, mit dem Erscheinen der ersten Storyline aus dieser Staffel, also das Urteil. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, ich will jetzt auch gar nicht mutmaßen, aber ein bisschen merkwürdig ist es schon. So, das war's auch schon für heute. Mein Review dazu findet ihr unten, wenn ihr auf den Link in der Infobox klickt. Und wenn ihr schon da unten seid, dann schreibt mir gerne die Kommentare voll. Lasst mir den Daumen da, abonniert den Kanal und ihr wisst ja, wie es läuft. Und bis dahin wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt geil und seid schlau. Schaut blau. Euer Michael Speyer.